Und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wie ihr hört, vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser an. Vielleicht auch ein bisschen schlechter, kann ich schlecht beurteilen. Gut auf jeden Fall nicht. Gehen wir auch immer noch arschmäßig auf den Sack. Ich würde gerne mal ausprobieren, hinter ihn zu jumpen und ihn wegzumachen. Das wirst du büßen, Mädchen! Und den Unterdrücker! Achtung! Ich töte eure Unterdrücker! Bin weg! Bisher sind die Dicken doch trotzdem mit einem Schuss umgefallen, oder? Also mit einem Hit. War ich zumindest fest der Überzeugung. Aber er hat jetzt sich irgendwie gedacht, so Bruder, schlag ruhig. Oh doch, denke schon. Ich kann deinen Angstschweiß riechen. Wer ist da draußen? Lass mich kommen! Welter! Kein Entkommen, du Schwein! Ich habe noch einen Pfeil, Alter. Das ist ein Handyman. Okay. Ich arbeite zu viel mit Pfeilen gerade. Irgendwo ist da noch jemand da hinten. Ja, verstehe ich. Schwester. Ich auch. Hat das Spiel gerade gespeichert? Leere. So. Ich sag es dir, William, die Füchse fürchten sich vor den Händen. Wenn Fink schon Schläger anheuert, die Handyman im Auge behalten, dann hätte er vielleicht nicht solche Memmen verpflichten sollen. Sie haben sich vor dem Blechinvaliden in ihrem kleinen Wachraum verkrochen. Wenn du während deiner Schicht da rein musst, der Code lautet 2847. 2847. Habe ich Ovi geschrieben. Es hat sich gereimt. Habe ich in 3 Sekunden wieder vergessen. Ich wollte übrigens gerade keine rauchen. Sondern das Geld da aufheben, aber leider habe ich die Kippen mit getroffen. Naja, egal. Meine Güte. Wir gucken uns jetzt mal hier ordentlich um. Und hoffentlich finden wir hier noch ein paar gute Sachen. Bin ganz ehrlich, wir suchen ja gerade eigentlich auch nichts. Ne, wir wollen ja gerade einfach nur die Haarprobe finden. Von der ich dachte, wir haben sie tatsächlich schon. Oh. Da ist doch kalt drin, kommt da raus. Was hat das hier mit den Handymen auf sich, Alter? Also scheinbar sind Handymen nicht einfach nur Roboter. Ich dachte bisher, Handymen wären einfach nur Roboter. Ja, okay. Ja, mit volles Eve. Und hier oben sind überall diese Teile. Die wir aber gar nicht brauchen. Naja.
Hier hätten wir wahrscheinlich auch unten lang laufen können. So, hier fahren wir eh voll, aber drauf geschissen. Ich kann den ganzen Bums auch aufheben, wir werden eh nie wieder herkommen. Und den Scheiß noch im Nachhinein holen. Ich bin ehrlich, sieht unangenehm aus. Meine Fresse, ey. Geht mir das auf die Eier. Na, wir sollen. Das ist richtig, mein Freund. Was? Das wirst du büßen, Mädchen. Kommst du denn her? Ich komme nicht hoch übrigens, aber jetzt. Ich komme! Was, die alle zwei Schuss? Also, ich verstehe es nicht. Soll ich dann weglaufen? Ich hab doch kein... Da wollte ich nicht rein. Ich hab doch keine Lust mehr wegzulaufen, Alter. Freddy hat übrigens unter dem letzten Part des Hauptspiels, glaube ich, kommentiert, was das Ende bedeutet. Das kann ich ja hier mal kurz spoilern. Im Endeffekt ist der Booker, der zu Comstock wird, wohl der echte Booker. Also der erste, der Originale, wie auch immer man das nennen will. Und der ist... Der kann wohl schon dieses ganze Dimensionsreisen und ist dadurch nicht zeugungsfähig. Und weil er ja keine Kinder kriegen kann, überzeugt, also er verschuldet er einen anderen Booker, also einen Parallelbooker, treibt er in die Schulden und treibt so das Kind ein von ihm. Und Elizabeth kann halt, wahrscheinlich, weil sie genetisch mit ihm verwandt ist, auch diese ganze Time-Travel-Scheiße. Oder ist ja nicht mehr Time-Travel, ist ja Dimension-Travel. The fuck? Okay. Krass. Dass es so verbunden ist. Ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Da oben sind halt auch noch Sachen. Und irgendwo da unten steht noch was. Aber da waren wir, glaube ich. Ich will jetzt gerne mal hier hoch. Und dann da hinten hin. Ups. Okay. Hier gibt es auch drei Sachen, aber mehr auch nicht. Heißt der gesamte Bereich hier optional? Interessant, ganz schön großer Bereich dafür, dass er optional war. Hallo? Achso. 2, 8, 4, 7. Da ist doch kein Gegner. Da ist er davor ein Gesundheitsupgrade. Stellt einen Teil des absorbierten Schadens als Gesundheit wieder her. Machen das jetzt beide? Ich hatte ehrlich gesagt noch auf ein Büchlein gehofft. Meine Uhr hat gerade nicht reagiert. Mich gerade gewundert, ob die leer ist, was nicht sein kann, aber ist sie auch nicht.
Okay, der Bua ist abgehauen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Hab mich umgeguckt. Was geht hier vor sich? Wieso sind hier neue Gegner? Kannst du dich ewig verstecken, meine Liebe? Trust me, Bitch, kann ich. So, sie wird ihn jetzt sehen. Ich könnte sie von Nutzen sein. Ich würde sie finden. Scheiße. Das ist auch ein Dicker, oder? Doch, ich halte dich auf. Ach, fuck. Wer spricht hier noch? Oh, unter mir. Sehr schön. So, und wir können hier weiterhin. Würde ich mal sagen. Der gehört natürlich nicht mehr mir. Ach, doch gehört er. Er wurde nämlich nicht angezeigt. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter darauf, wa? Würde ich sagen. Guten Tag. Ich bin es. Theoretisch der Fisch, aber ansonsten, die hab ihren Namen vergessen. Mir scheint, Fink und Suchong haben sich über ihre Forschungen ausgetauscht. Wie die Lotes-Geschwister. Realitätsübergreifende Zusammenarbeit. Hätte ich auch behauptet. Wahrscheinlich ist Fink einfach der, hab den Namen vergessen, hier, Big Daddy. Das ergibt alles Sinn. Die Little Sisters und die Big Daddies. Songbird und ich. Konstanten und Variablen. Nur, dass es halt dich nur einmal gibt und Little Sisters zu Hunderten oder Tausenden. Test Subject Inventory. Da sollen wir rein, dann gehen wir natürlich noch nicht da rein. Okay, hier rein kommen wir aber nicht, okay. Ich sehe noch keine Gegner, das gefällt mir nicht. Wir werden ja gleich safe welche sein. Kann ich gebrauchen. Da unten steht ein Turm, das könnte aber auch der sein, den wir eben schon übernommen haben. Meine Güte. Servus. Ich bin es, der Fisch. Ah, ja, genau. Ist das ein Affe?
Das ist ein Affe. Ich werde den Schalter nicht ziehen. Vergiss es, Alter. Wir quälen doch hier nicht ein Tier. Wahrscheinlich ist er eh tot, aber naja. Trotzdem nicht. Hä? Am Arsch. Freunde, am Arsch. Ich muss sagen, ich fände es okay, wenn wir auch leise gehen könnten und nicht die ganze Zeit schleichen müssten. Was haben sie hier? Einen Hund, einen riesigen? Bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ja, doch, ein großer Hund, würde ich sagen. Ehrlich, wir haben eine Arzttasche. Was ist das? Ach, Gasmunition haben wir voll. Notizen. Was ist das? Eine Skelettformel für Oxytocin. Ein Hormon. Es sorgt für die Bindung zwischen Mutter und Kind, Mann und Frau und... Songbirds und kleinen Mädchen. Offenbar nicht. Fink hat diese These verworfen. Nur weil er sie verworfen hat, heißt es ja nicht, dass sie nicht funktioniert. Arme Kreaturen. Fink bekam ihre Prägung nicht hin und überließ sie ihrem Schicksal. Fink, du kranker Bastard, Alter. Ganz wie Doggos, glaube ich nur, ne? Woher hatte der so riesen Doggos, Alter? Gescheitert. Das kann nicht sein. Sie haben doch eine Verbindung zwischen Songbird und mir aufgebaut. Ich war so jung. In meiner Erinnerung war er schon immer da. Ich möchte anmerken, da ist Songbird. Angenehme Töne. Das muss ein Prototyp sein oder so. Ist er menschlich? Ist das wichtig? Junge, ist das fucking creepy. Notizen untersuchen. Sie haben es auch mit Hypnose versucht. Beim Songbird? Wie lief das? So wie es zu erwarten war. Ja, nicht erfolgreich. Das stimmt wohl, das war zu erwarten. Okay. Ab in den Luftschacht. Finde ich ein bisschen seltsam, dass das jetzt so ein Thema hier wird. Luftschacht erinnert natürlich sehr stark an Little Sisters. Mensch, was könnte ich hier nur tun? Ich sag ganz ehrlich, ich mach das jetzt an, weil ich sehe hier sonst nichts. Let's go. Booker, das kleine Mädchen in dem Film, das bin ich. Mein Gott. Ich erinnere mich. Er ist in den Turm gestürzt. Er hatte wohl gekämpft oder so. Ich war da, hab gewartet. Gewartet, dass irgendwas passiert, aber... Aber er lag nur da. Wimmernd. Ich konnte ihn einfach nicht... Der Löwe mit dem Dorn in der Pfote. So viel zur Wissenschaft. Ich hätte ihn sterben lassen sollen. Ich hätte ihn... Ich komme da niemals raus.
Ausgebeutete und Ausbeuter zugleich. Ich, Comstock, du, Sally. Wie ein blutiges Rad, das sich ewig weiterdreht. Okay. Ich kann gerade nichts tun. Die Haarprobe. Das wird unser Haar sein. Subjects Personal Effects. Bilder von uns. Die Musik. Und unsere Haare. Okay, ich hoffe, es speichert. Wäre nämlich der optimale Punkt. Tja, das muss die Genprobe sein, die Suchong wollte. Ja, unser Haar. Er weiß nicht, dass ich das Kind mit der Prägung auf Songbird war. Für ihn enthält die DNS alle Antworten. Leuten wie Suchong kommt etwas Empathie wie große Wissenschaft vor. Ja. So, und ich glaube, das Spiel hat eben gerade gespeichert. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Elizabeth. Ich muss zurück. Ich weiß. Hau da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.